Ich weiß ganz genau, die unter Ihnen, die keine Kinder haben, werden jetzt sagen, ist denn der total krank da? Die mit Kindern würden sagen, ich muss irgendwas Neues erzählen. Aber es ist wirklich, ich muss das loswerden. Ich muss das loswerden. Ich war, zum Beispiel ein Freund hat zu mir mal gesagt, ja, er hasst es so, wie wenn junge Eltern so über den Windelinhalt reden von ihren Kindern. So, wenn ich das jemals tun sollte, ja, dann hau mal runter! Mittlerweile ist er Vater von zwei Kindern und ich vorbestraft. Nein, aber es ist entsetzlich. Ich muss das loswerden. Ich habe das dann selber gemerkt. Dieser Windelinhalt, der beschäftigt mich so ewig. Weißt du, was mich das erinnert hat? Und beim nächsten Urlaub werden sich alle an mich denken. Es hat zu kochen wie Flugzeugessen. Nein, Zettel. Bitte, was tun Eltern, wenn sie wissen wollen, ob das Kleine oder der Kleine die Hosen gemacht hat? Sie riechen dran, wie die Hund. Bitte, da sind wir neulich beim Familienessen gewesen. Da haben wir mal in dem Raum so angefangen, so Brillen. Brillen, das ist der Geruch, wie wenn der Bauer die Brühe, also aufs Feld bringt, also die Jauche, Brühe, Brillen, könnte man sagen, Zwirl. Aber jedenfalls hat er jetzt immer so angefangen zum Brillen. Klein aufheben, Mama riecht, weitergeben, Oma riecht, Tante riecht. Nur der Opa wird immer ruhiger. Als ich noch Kind war, da hat es diese Wegwerfwindeln noch gar nicht gegeben, sondern gab es nur Stoffwindeln. Die wurden immer wieder verwendet, die wurden dann im Kochtopf ausgekocht. Abends hat es dann wieder ein feines Süppchen gegeben. Und damit diese Stoffwindeln nicht ausrinnen, hat es da so Gummihosen gegeben zum drüberziehen. Also das Wort atmungsaktiv hat es damals noch nicht gegeben. Jedenfalls, bitte, da drinnen hat sich eine Atmosphäre gebildet. Dass jeder Mikroorganismus sagt, tschüss, ich hau ab, hab's mir gern. Und du hast noch offen können, wenn dieses Gummihöschen zum Windelnwechseln geöffnet wurde, dass in der Nähe kein offenes Licht oder Feuer war. Oder die Mama ihren Cheek ausdämpft hat schon. Wenn so Babys die Hälfte von ihrem Körpergewicht in die Windel reinpfeffern, da fragst du dich schon, was das mit menschlicher Intelligenz zu tun hat. Und übrigens, wenn auf diesen Windelpackungen oben steht 6 bis 8 Kilo, dann ist das das Gewicht vom Kind. Diese Kinder, diese kleinen Pupsmaschinen, sind ja auch Mitschuld an der Klimaerwärmung. Ja bitte, ich meine, was dir vorstellt, du so ein Windel, das Baby braucht so 6 Windeln am Tag, über 3 Jahre mindestens, das sind 6000 Windeln, verstehst? Und so ein Windel besteht zu 90% aus Holz, also jetzt nicht Brädel, Zellulose, 6000, da fährt der Bagger schon wieder rein im brasilianischen Regenwald. Und diese kleinen Pupsmaschinen erzeugen so viel Methangas wie ein ausgewachsenes neuseeländisches Schaf, welche dort nachweislich an 50% der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Ja? Und um diesem Treibhauseffekt entgegenzuwirken, haben wir gedacht, wir haben Windel sparen. Wir haben da so einen Teppich gestanden. Und Babys, die sind so kleine Klammer auf. Die hängst zu mir, die lassen nicht aus. Du willst nicht runterrutschen. Ich bin so wie ein Tierreif. Ich glaube jetzt Elefanten und Giraffen weniger. Aber grundsätzlich, der hängt da um und dann habe ich da so einen kleinen Kercher. Babykercher. Jetzt, weiß ich nicht, war der
der Druck ein bisschen zu hoch. Bitte, der hat sich da herumgedreht wie ein russischer Artist, hat sich der da über den Teppich gestanden. Die Mama hat uns dann nicht nur das Wasser, sondern einen Spaßrotrat. Gut, dann wir wickeln heute jetzt wieder auf die herkömmliche Art und Weise. Also verfragte ich meinen Sohn halt wieder auf den Donnerbalken. Ja, so nenne ich liebevoll die Wickelkommode. Donnerbalken! Die beim Bundesheer waren, wissen, was das ist, den anderen möchte ich es vielleicht kurz erklären. Donnerbalken, das ist so eine improvisierte Toilettenanlage. Das ist so ein Prädel, so Löcher ausgeschnitten und da hucken sie alle gleichzeitig da oben und der Sickerkorn ausgehoben und da pfefferst dann deine Torpedos rein. Da kommt dann eine Schicht Kalk drüber, dann wieder Schicht Gaxi, dann wieder Schicht Kalk, dann wie bei einer Lasagne. Jedenfalls, wenn mein Kleiner da am Donnerbalken liegt und er beginnt plötzlich wieder zu pressen, bitte, der wird nicht rot im Gesicht, der wird grün, wie der unglaubliche Hulk. Und wenn der da pressen anfängt, dann... Nein, bitte, Mama. Riechst es nicht, wie es da im Zimmer steht? Siehst es nicht,